Hallo und herzlich willkommen YouTube hier auf Safter Gaming. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir overwatchen wieder und also in Counter-Strike sind wir unterwegs. Und ich wollte mich nochmal, während ich hier die Beweise lade und gleich das Spiel leiser machen muss, weil es viel zu laut ist, mich bedanken. 333 Abonnenten, eine schöne Schnapszahl. Und wie ich finde, in letzter Zeit eine super Community aufgebaut. Der Memphisis hat viel dazu beigetragen. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Von mir und den anderen, bis auf Benji, kam in letzter Zeit recht wenig, was ich ändern will. Und darum jetzt auch hier direkt wieder ein Overwatch. Nochmal vielen, vielen Dank an die Abonnenten. Herzlich willkommen. Ich bin der Piddles und ich bin eigentlich für Counter-Strike und Co. verantwortlich. Also wenn ihr da Fragen oder irgendwelche Aussagen habt, irgendwelche Ideen, irgendwas, dann könnt ihr einfach eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare schreiben. Ja, wir overwatchen, wie gesagt, Wettkampf und gucken mal, was wir hier finden. Spieldaten werden abgerufen. Und es ist das 2. Yay. Haha, lange nicht gehabt. So, Audioeinstellung. Erstmal runterdrehen. Okay, er wurde schon, bevor das Spiel überhaupt losgeht, reported. Jetzt gucken wir uns mal an, was er hier macht. Er steht am T-Spawn mit der AWP. Das Spiel geht in 15 Sekunden los. Er läuft hier hin und her, hat bis jetzt einen Pick gemacht. Und ja, das war's dann auch. Für alle, die es nicht kennen, auf X schalte ich meinen Röntgenblick ein, ne, wie ihr seht. Also das ist kein externer Hack. Den werde ich ab und zu auch mal benutzen. Oh, schöner No-Scope. Ah, den hätte er machen können. Das war schwach. Ach. Ach, die Aufwärmphase hat sich einfach nochmal verlängert um 30, nee, um 50 Sekunden sogar, also eine Minute. Puh, ja, jetzt müssen wir dem suspekten Spieler noch ein bisschen in der Aufwärmphase zugucken. Aber das macht euch nichts aus. Eigentlich wollen wir sehen, wie er so im Spielgeschehen spielt und nicht hier im Deathmatch. Also er läuft hier auf Mitte, zack, zack, erster, zweiter, bang, bang, umgehauen. Und hier springt er einfach in die Mitte und gibt. So, jetzt gucken wir mal, ob er voraimt, einen Headshot, den hat er nicht gesehen. Ja, ganz, ganz komisch irgendwie, weil bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Das hatten wir auch noch nie. Overwatch, kein Hacker. Ganz am Anfang, glaube ich. Also er wirft hier einen Decoy, rusht direkt Mitte runter und gibt hier einen schönen Mid-Pick mit der Glock. Ja, könnte er die Steps gehört haben. So ist ja nicht. Geht hier auf B drauf, unterstützt seinen Mate, will den zweiten Knife-Kill holen, schafft er nicht. Wächst hier auf die Glock und da war der Headshot. Kann gar nicht so schnell reden, wie er hier spielt. Da war der zweite Headshot. Der dritte. Entschuldigung. Ein CT lebt noch auf lang. Da kommt er. Wäre halt cool, wenn er ihm jetzt in den Kopf drückt, weil er wisst. Weiß nicht. Also alle vier Kills, die er gemacht hat mit der Glocke, waren Headshots. Wir werden mal hier einfach ohne X-Ray das Ganze genießen. Und sehen, ob er da irgendwie, weiß ich nicht. Also ich bin mir echt unsicher, was Trigger angeht. Oder Aim, irgendein Aim-Assistent. Vielleicht hat er auch einfach nur gutes Aim. Nee, also ersten Runden noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe es ja nicht, aber Man weiß nicht. Er rusht hier wieder Mitte runter. Geht denn da? Okay. Er flasht einfach Mitte. Hinter den Doors steht einer auf Mid. Macht hier so einen coolen Pick. Sieht den links nicht. Ah, sprayt vernünftig. Wie feiert hier die Spots. Und da wird er auch geholt. Also kein gutes Gameplay wie in der ersten und der zweiten Runde. Vielleicht, wenn er was anhatte, hatte
Oder hat er es jetzt ausgemacht? Das kann natürlich sein. Aber. Erster Headshot. Hat den einen hier Mitte gesehen. Den gibt er auch ohne Probleme. Noch ein Headshot. Jetzt reicht's auch mal langsam. Also, am Anfang sah es für mich so aus, als wenn er einen Wallhack anhat, muss ich ehrlich zugeben. Mittlerweile finde ich es echt eigentlich ganz, ganz normal, das Spiel, wie er es spielt. Also er prefiert nicht, er guckt nicht durch Wände, er... Ja klar, trollt er jetzt hier rum. Das ist, dafür können wir ihm Behinderung des Spiels reindrücken, wenn sein Mate ihn jetzt gleich anschießt, weil das ist ein Zeichen davon, dass er ihn trollt und die keine Premates sind. Aber macht er nicht, okay. So, links auf der Rampe kommt, hat er gehört, ja, habe ich schon früher gehört. Und ja, er bleibt hier am T-Spawn und hat einfach mal nichts zu tun. Auch nicht schlecht. Also bleibt hier schön entspannt am T-Spawn, geht jetzt mal in den Tunnel. Noch 1 Minute und 7 Sekunden zu spielen. Einer auf dem B-Spot. Die Gegner raffen auch nichts, aber er hat sehr genau das Aim. Und klick. Ja. Das war... Wir müssen mal ein paar mehr Kills auf Long Range sehen. Ich glaube dann sehen wir irgendwas. Aber er trollt hier. Ganz klassischer Fall. 14-1. Wunderbar. Aber was macht er hier? Er flasht genau, wenn er rauskommt. Weißt du? Das ist schon wieder... Ja. Okay. Das war okay. Die Flash war nicht okay, aber... da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Geht hier auf den B-Spot. Alles clear. Anstatt er auch die Bombe holt und sein Mate sagt, er kommt auf B, geht er einfach auf den A-Spot. So. Er hat auf jeden Fall hier die nice Pro-Jumps drauf. Denk mal einfach. Na, kann er auch Bunny hoppen? Ja. Er probiert es auf jeden Fall. Wäre mal cool, wenn zu sehen, ob er es schafft. Ja. Die Flashes fliegen auch gut. Ja, da war auch recht schnell wieder auf dem Kopf drauf. Das ist so eine Sache, die... Ja. Die verunsichert mich gerade. Also ich bin jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass das ein Smurf ist. Also was heißt ziemlich sicher? Ich würde einfach sagen, dass das ein Smurf war. Weil wie er die Flashes geschmissen hat, wie die Smokes hat er ja nicht geschmissen. Einfach vom Movement her. Und vom Aim kann es sein. Kann auch sein, dass er eine Unterstützung hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also auf jeden Fall... um den Boy da nicht so zu gefährden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es ein Smurf war, auch wenn er in den ersten 2 Runden komisch aussah. Also für mich sind es unzureichende Beweise, ich muss da echt mehr sehen. Und ja, wir geben mal unser Urteil ab. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Nummer 13, glaube ich. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. 333 Abonnenten, nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal mit 350 Abonnenten und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!